Nein, zum Glück. Aber nicht wirklich viel besser. Da war so ein dummes Auto. Heiko, wir wissen nicht, wann der Senkrechtstarter eintrifft. Ich muss ihn erst beantragen. Gibt's irgendein geeignetes Nadelöhr? Das nächste wäre die Brücke über den Ang, die vor Ihnen liegt. Pioniere sind unterwegs, um die Brücke zu blockieren. Wir bringen den Behälter raus, sobald das erledigt ist. Roger. Oh, ich glaub's nicht. Diese verdammten Mechaniker haben mich beschissen. Keine Munition mehr. Du sollst suchen und retten, Kumpel. Was hast du erwartet? Ja, suchen und retten. Ich bin begeistert. Ich kann immer noch helfen. Ich sag dir aus der Luft, ziele durch, solange ich Benzin habe, okay? Jede Hilfe ist willkommen. Hm, ja, stimmt. Jetzt geht's gleich los. KVA-Zug nähert sich auf dem linken Gleis. Ah. Unter Dauerfeuer liegen. Ja, hat nicht viel gebracht. Vielleicht muss ich einfach was anderes anwenden. Ich sehe überhaupt nichts. Jetzt wieder. Heiko, wir wissen nicht, wann der Senkrechtstarter eintrifft. Ich muss ihn erst beantragen. Gibt's irgendein geeignetes? Wie wär's mit... Das nächste wäre die Brücke über den Arm, die vor Ihnen liegt. So. Pioniere sind unterwegs, um die Brücke zu blockieren. Wir bringen den Behälter raus, sobald das erledigt ist. Roger. Ja, nochmal. Oh, ich glaub's nicht. Diese verdammten Mechaniker haben mich beschissen. Keine Munition mehr. Du sollst suchen und retten, Kumpel. Was hast du erwartet? Ja, suchen und retten. Ich bin begeistert. Ich kann immer noch helfen. Ich sag dir aus der Luft, ziele durch, solange ich Benzin habe, okay? Jede Hilfe ist willkommen. Ja. Jetzt geht's gleich los. KVA-Zug nähert sich auf dem linken Gleis. Ich kann auch nicht mehr machen, als auf die draufhalten. Anscheinend ist es zu wenig. Psycho, wir wissen nicht, wann der Senkrechtstarter eintrifft. Ich muss ihn erst beantragen. Gibt's irgendein geeignetes Nadelöhr? Das nächste wäre die Brücke über den Ang, die vor Ihnen liegt. Pioniere sind unterwegs, um die Brücke zu blockieren. Wir bringen den Behälter raus, sobald das erledigt ist. Roger. Ah. Ich glaub's nicht. Komm schon. Diese verdammten Mechaniker haben mich beschissen. Keine Munition mehr. Du sollst suchen und retten, Kumpel. Was hast du erwartet? Ja, suchen und retten. Ich bin begeistert. Ich kann immer noch helfen. Ich sag dir aus der Luft, ziele durch, solange ich Benzin habe, okay? Jede Verdammt. Hilfe ist willkommen. Jetzt geht's gleich los. KVA-Zug nähert sich auf dem linken Gleis. So. Jetzt hier das Ding verlassen, hinlegen. Nein. Ja, okay, ist auch eine Methode. Zwar keine allzu gute, aber auch eine. Ja, ja. Komm, lass mich halt wenigstens hin an das Geschütz dann. KVA-Lager voraus. Lass von den Gleisen. Mich hin. Jag die weißen Gastanks hoch. Oh, welche wie? Ja, ja. Okay, noch einer. Da kommt ein KVA-Zug auf dich zu. Auf den rechten Gleisen. Jag die vorderen Geschützstellungen mit deinen Granaten hoch. Granaten, ich hab keine. Auf 9 Uhr, an die Geschütze. Hier sind so viele. Ist eigentlich schon erstaunlich, dass da eine Person dagegen ankommt. Wäre das allerdings im echten Leben, sähe es ganz anders aus. So oft wie ich schon tot gegangen bin. Es erinnert mich jetzt an Piraterie. Zwei Schiffe gegeneinander. Ein Heli. Ha, du hast keine Schwierigkeiten zum Fliegen. Ja, ja. Vielleicht hast du noch mehr, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Der da vorne auch.
Lass mich in Ruhe. Ja, ich hab's dir doch gesagt. Da ist noch wer. Ha. Kleine KVA-Stellung. Rechts nach der Tunnelausfahrt. Rechts, da ist rechts. Irgendwer schießt auf mich. Da, der. Ah, der Zug hält an. Dschungelgebiet. Was? Hör ich da? Du fährst jetzt in die Sümpfe, Psycho. Da drin kann ich gar nichts sehen. Ich kreise, bis du wieder rauskommst. Aber allzu viel Saft habe ich nicht mehr, okay? Verstanden, O'Neill. Danke für alles. Ich bin jetzt also auf mich allein gestellt hier. Oh, hm. Bei diesem nicht schönen Geräusch. Psycho, hier ist Emerson. Prophet und Nomad haben es aus der Sphäre rausgeschafft. Klingt gut. Nomad wurde auf die Constitution beordert. Ich werde beantragen, dass er bei der Bergung des Behälters dabei ist. Dafür brauchen wir doch Nomad nicht. Ich kann das übernehmen. Sie gehören nicht zum Raptor-Team. Na und? Ich bin sowieso hier, bereit und fähig. Ihre Maschine ist nicht dafür ausgelegt. Ich könnte zur Basis fliegen und das machen lassen. Dann können wir gleich Nomad holen. Wissen Sie was? Scheiß auf Nomad! O'Neill, ich sag's Ihnen jetzt mal ganz deutlich. Ihre Vergangenheit lässt mich befürchten, dass Ihre Anwesenheit die Mission und meine Männer nur gefährdet. Hier geht's nicht um alte Militärakten, Ma'am. O'Neill ist hier. Er kennt die Mission und kann mit Fracht umgehen. Okay, Psycho. Sie haben bis jetzt immer recht. Ich vertraue Ihrem Urteil. Veranlassen Sie es. Pass auf, Psycho. Ich habe kaum noch Benzin. Rechtzeitig zur Exfiltration bin ich wieder da. Du weißt, was zu tun ist. Und diesmal versagen wir nicht, okay? Darauf kannst du wetten. Oh. Wird langsamer. Im System ist kein Halt vorgesehen. Irgendwas ist mit dem Behälter. Psycho, unidentifizierte Einheiten nähern sich rasch ihrer Position. Sie umkreisen den Behälter. Was sehen Sie? Noch gar nichts. So, und was da los ist, seht ihr das nächste Mal. Ciao.